Es kann sich nichts ändern, meine Damen und Herren. Die haben sich diesem kapitalistischen Wirtschaftssystem verschworen. Wir sitzen in einem Zug und rasen auf einen Abgrund zu. Wie der Abgrund aussieht, das wissen wir, wenn wir ehrlich sind. Das sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Das können Sie da besichtigen gehen. Da müssen Sie jetzt aber nicht nur in Manhattan rumlaufen oder in Disneyland, da müssen Sie mal in die Außenbezirke von New York fahren oder von Los Angeles. Sie kommen nicht zurück, aber da wissen Sie, was da los ist. Die USA ist eine komplett entsolidarisierte Gesellschaft. Das ist Kapitalismus im Endstadium. Die Reichen haben sie in speziellen Viertel verschanzt mit Zugangskurs und Wachpersonal. Die haben ihre eigenen Unis, ihre eigenen Krankenhäuser, eigene Schulen, Kindergärten. Die Mittelschicht hat sich komplett aufgelöst in der letzten Krise. Die brauchen inzwischen zwei Jobs parallel, um leben zu können. Ab dem dritten 8-Stunden-Job brauchen sie auch keine eigene Wohnung mehr. Da sparen sie richtig Geld. Das untere Drittel sitzt komplett im Dreck. Die sind entweder ganz obdachlos oder sitzen in Wohnvierteln drin, wo sich keine Polizei mehr reintraut. Die einzige sozialpolitische Maßnahme ist Wegsperren. In den USA sitzen pro 1000 Einwohner mehr Menschen im Knast als in jedem anderen Land der Welt, inklusive Nordkorea und China. Und obwohl so viele Menschen in den USA eingesperrt sind, ist übrigens ein Geschäftsmodell, private Gefängnisse, da kann man richtig Geld mehr verdienen, obwohl so viele eingesperrt sind, ist die Haupttodesursache für junge Amerikaner Mord. Jedes Jahr werden über 30.000 Amerikaner auf offener Straße erschossen. Das sind über 80 am Tag. 80 Tote am Tag, das nennen die im Irak Bürgerkrieg. Das ist in den USA auch. Kapitalismus im Endstadium ist Bürgerkrieg. Nur, dass nicht die Armen gegen die Reichen kämpfen, sondern die Armen schießen sich gegenseitig über den Haufen mit den Waffen, die die Reichen ihnen noch verkauft haben. So wie wir das mit Afrika machen. Das ist Kapitalismus. Teile und herrsche. Dividende et impera. Prozent der amerikanischen Medien sind in der Hand von 5 reichen Familien. Die haben den Stacheldraht so perfekt durch die Köpfe der Menschen gezogen, die lehnen sogar Politiker ab, die ihnen eine Krankenversicherung besorgen wollen. Und auf diese entsolidarisierte Gesellschaft, auf diesen Abgrund rasen wir zu. Und unsere Politiker sagen, wir können den Zug nicht aufhalten. Und dann sagen wir, können wir vielleicht die Schienen so am Abgrund langlegen, so eine kleine Kurskorrektur. Und die sagt die Merkel, die Richtung ist alternativlos. Aha, wir können den Zug nicht anhalten, wir können die Richtung nicht bestimmen. Wozu gehen wir wählen? Ah, ich weiß wieder, wir dürfen den Lokführer austauschen. Alle 4 Jahre, das ist lustig. Und da machen die Medien sich aber auch Mühe, das muss man mal sagen. Da organisieren die alle 4 Jahre eine Richtungswahl auf einer einzelnen Schiene. Und wenn wir ganz rebellisch sind, tauschen wir den Lokführer aus und sagen, halt Kurs, gib Gas. Wir müssen den Zug anhalten. Ne? Wir müssen den Zug anhalten und diskutieren, wie wir wirklich leben wollen. Wie wollen wir in Deutschland leben, wie in Europa, wie soll die Welt weiterleben? Was brauchen wir? Was brauchen wir nicht? Brauchen wir Banken, die 26% Eigenkapitalrendite haben? Darf man mit Geld mehr Geld verdienen als mit Arbeit? Soll es eine private Krankenkasse ohne gesetzliche Nebeneinander geben? Dass einige Leute sich für billiger Geld besser versichern können als andere für mehr Geld? Das sind alles Diskussionen, aber die können Sie nicht im fahrenden Zug führen. Da muss man erstmal aber den Zug anhalten gegen Willen des Lokführers, das geht nur mit der Notbremse. Und das will der Deutsche nicht. Notbremse ist zu unkalkulierbar. Das ist, da kann der Kaffee über die Hose schwappen, da kann alles passieren. Dann lieber Abgrund, da weiß der Deutsche, was kommt. Das ist sicherlich. Außerdem hoffen die 80% der Zeitungsleser, dass sie im letzten Waggon sitzen, der oben an der Kante hängen bleibt. Und dann kommen die Leute und sagen, was wäre denn die Alternative? Tja, die Alternative? Die Alternative wäre vielleicht ein zinsfreies Wirtschaftssystem. Das ist auch alles schon mal durchgerechnet worden von Leuten. Das kann man auch finden im Internet. Müssen sie aber selbst nachsuchen. Muss man googeln. So Begriffe muss man googeln. In der Zeitung finden sie da nichts drüber. Sie müssen sich selber im Internet informieren mit Stichworten, bevor das auch noch alles gesperrt wird. Demokratischer Sozialismus, was ist damit? Ist noch nie probiert worden. Steht sogar im Parteiprogramm der SPD, aber ganz hinten mit Geheimtinte. Aber das Wort Sozialismus ist natürlich tot, das muss man ganz ehrlich anerkennen. Das ist hier in Westdeutschland überhaupt nicht zu vermitteln. Wir können diese schrecklichen Bilder nicht vergessen, als die Mauer aufgegangen ist. Das ist einfach, ne? Diese gramgebeugten, vom Kommunismus gebrochenen Menschen, diese Elendsviertel, mit Zeltstätten, soweit das Auge reichte bis zum Horizont, in den großen Städten, diese Obdachlosen, die langen Schlangen an Suppenküchen angestanden haben. Für eine warme Mahlzeit am Tag, Menschen ohne Krankenversicherung, Menschen ohne Zähne, das waren Bilder aus den USA. Entschuldigung, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Obdachlose ohne Zähne war USA, DDR war ohne Bananen. Entschuldigung. Wir wollen ja immer fair bleiben. Herr Gauck, ich möchte über Wirtschaft reden. Was glauben Sie?
könnte es sein, dass für 50% der US-Amerikaner von heute der Lebensstandard der DDR-Bürger von vor 30 Jahren das Paradies auf Erden wäre, inklusive der Bildungschancen für ihre Kinder? Was glauben Sie, Herr Gauck, geht es den Rentnern in Griechenland heute besser oder schlechter als den Rentnern der DDR vor 30 Jahren? Das wäre doch mal eine interessante Diskussion. Aber das können Sie knicken. Ich weiß, sobald Sie das Wort Sozialismus erwähnen, sagt sofort ein Deutscher, was soll der Arbeitgeber sagen? Und das ist eine gute Frage. Der Deutsche hat eine Stelle, von der er nicht leben kann, aber die kann er auch noch verlieren. Da kann er immer noch nicht leben, hat aber nicht mal mehr eine Stelle. Man will doch im Kolosseum wenigstens dazugehören. In welcher Funktion ist da inzwischen völlig egal. Sozial ist, was Arbeit schafft, heißt doch eigentlich nur, dass man sie auch als Löwenfutter noch irgendwie gebraucht fühlt.